Heute sind wir in der Garage Saarbrücken und haben Mrs. Greenbird hier und werden uns ein paar Interviewfragen beantworten lassen. Dum, 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 dum. Ist halt eine Umgewöhnung, ist halt ein neuer Job und das ist nicht nur Spaß und Fun und wie auch immer. Also es ist unsere Leidenschaft und es macht natürlich Spaß und wir sind unglaublich dankbar. Es ist aber auch unglaublich viel Arbeit und man muss, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen machen, die man von außen nicht sieht. Von außen sieht man ja immer nur dieses, wie es so glitzert und wie man im Fernsehen sitzt und alles schön leuchtet oder man ein tolles Konzert spielt und das ist schon unglaublich viel Arbeit und das ist halt ein neues Leben, auf das man sich einstellen muss und es ist halt wie bei einem Job. Also ich glaube, überall, wo man neu anfängt zu arbeiten, dann braucht man halt eine Weile, um reinzukommen und wir kommen halt immer schneller rein. Also wir sind jetzt langsam drin, dann weiß man, so läuft der Hase und so funktioniert das alles und das macht man so und das macht man nicht und ja, kommt halt mit der Zeit. Du kannst das so oder so sehen, ne? Ich meine, das ist so, wenn das, man kann das aus der Perspektive sehen, wenn die anderen feiern, muss ich arbeiten. Ich kann aber auch sagen, wenn die anderen arbeiten, kann ich feiern. Nee, das ist halt einfach, man muss halt wissen, worauf man sich einlässt. Das ist halt ein Lebensrhythmus, der halt nicht dem gängigen der meisten entspricht. Die meisten haben halt diesen Rhythmus mit wochentags arbeiten und abends frei und Wochenende frei. Und bei uns ist das jetzt halt ein bisschen anders gelagert. Man muss sich da einfach drauf einstellen. Aber jetzt, ob man das jetzt vermisst oder nicht, ich würde jetzt, also ich habe mich jetzt noch nicht nach meinem 5-Tage-Job zurückgesehnt. So, ich hatte den auch vorher nicht so richtig. Von daher ist das, aber nee, also vermissen tue ich nichts. Also es ist auf jeden Fall eine gute und wichtige Station für uns gewesen und ich glaube, dass die Möglichkeiten und also die Optionen, die wir dadurch erhalten haben, glaube ich, sehr, sehr schwer für uns zu erarbeiten gewesen wären oder überhaupt, wenn man das einfach so aus eigener Kraft macht. Du kriegst halt schon einfach eine gute Plattform geboten, aber für uns ist das jetzt halt einfach auch nur eine Station. Also wir sehen jetzt, das ist jetzt kein Wendepunkt für uns oder so ein Punkt der Neuerfindung, sondern das ist eine wichtige Station, aber es ist halt auch nur eine Station und wir sind da jetzt schon weit drüber hinaus. Wir haben jetzt der Band- und Touralltag hat uns jetzt eingeholt und das ist halt unser Status quo im Moment. Also ich bin jetzt nicht stolz darauf, eine Castingshow gewonnen zu haben, sondern ich bin halt stolz darauf oder ich froh darüber, dass wirklich viele Leute für uns angerufen haben, weil die von uns berührt waren oder von unserer Musik berührt waren. Und das ist halt das, was man sich, glaube ich, vor Augen führen muss, dass man halt eine große Masse erreicht hat, die man sonst nicht erreicht hätte. Und da kann man dankbar drauf sein und oder dankbar für sein und die richtige Arbeit fängt danach erst an. Also man gewinnt ja nicht so eine Show und ist für immer erfolgreich, sondern danach geht es erst richtig los und da muss man halt schauen, was man draus macht. Nö, Ich würde ich. glaube, das kann man so nicht sagen, weil das merkt man auch an den Reaktionen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Lied schreibe, wo ich denke, das hat einen hoffnungsvollen Text und das ist fröhlich und irgendwer anders sagt, ich höre das und das macht mich irgendwie traurig oder ich fange an zu weinen. Wenn ich das höre und ein anderer sagt, da habe ich Hoffnung oder wie auch immer. Also wir freuen uns halt immer, wenn wir Menschen in irgendeiner Art und Weise ansprechen und die berühren. Aber ich glaube, das wäre der falsche Weg zu sagen, wir möchten jedem gefallen und wir versuchen die Texte und Songs extra so zu schreiben, dass es möglichst jedem gefällt, weil man kann es nicht jedem recht Das machen. wäre ja unterm Strich so ein Hollywood-Konzept, so eine Tränendrüsenstrategie zu entwickeln, um möglichst gut anzukommen und möglichst zu gefallen. Und das ist, glaube ich, nicht das, was uns vorschwebt. Und ich glaube, das ist das, was vielen Künstlern nicht vorschwebt, sondern du versuchst ja selber ein Ventil für deine eigene Kreativität und deine eigenen Emotionen zu finden und steckst das in das rein, was du machst, also in deine Kunst irgendwie und wie das bei anderen Leuten ankommt und was die dann daraus erkennen und da rein interpretieren, ist natürlich, liegt dann ganz im Auge des Betrachters oder im Ohr des Hörers in unserem Falle. Und das ist jedem selbst überlassen und das ist auch sehr gut so. Und wir freuen uns darüber,
dass wir überhaupt mit dem, was wir machen, Emotionen in Menschen auslösen und dass die wir damit verbinden. Aber was, das wollen wir gerne natürlich dann unserem Zuhörer selbst überlassen. Nee, also das kann man nicht festlegen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Phase, da ist mir nichts eingefallen. Jetzt habe ich wieder zwei Songs gestartet oder einer ist jetzt schon quasi wieder neu fertig geworden. Es kommt halt immer darauf an, was beschäftigt einen gerade, wo hat man jetzt eine Idee zu, wo macht man sich gerade Gedanken, was berührt einen gerade. Aber das kann man nicht festlegen. Also man kann sich weder hinsetzen und sagen, ich schreibe genau jetzt einen Song. Und man kann weder sagen, das wird gut oder wird schlecht. Also es kommt halt dann, wenn es kommt. Und nach Möglichkeit muss man halt immer einen Stift und einen Block bereit haben, dass man die Idee nicht wieder vergisst. Und da muss man halt gucken, was man so draus macht. Man stellt sich Touralltag sehr romantisch vor irgendwie, dass man viel durch die Gegend gurkt und ganz viel sieht und wie so eine Weltreise ist und zwischendurch spielt man mal ein Konzert. Und das ist das genaue Gegenteil davon. Du spielst im Grunde genommen, sind die Orte und die Namen von den Orten, in denen du spielst, spielen überhaupt gar keine Rolle, weil so eine Tour ist halt einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen unglaublich knapp geplant und kalkuliert. Und wir haben an den Tagen, wo wir keine Konzerte haben, die sind meistens, werden damit verbraten, durch die Gegend zu fahren und längere Strecken zu überbrücken. Und wir haben teilweise noch zwischen zwei Konzerten, also zwischen zwei Tagen, haben wir Strecken zwischen 100 und 400 Kilometern, die wir noch fahren. Und wir sehen von den Städten de facto eigentlich nichts. Wir sind jetzt gerade also 5 Minuten vor diesem Interview hier angekommen. Und wir werden dann, wenn wir heute Abend mit dem Gig fertig sind, werden wir ins Hotel gehen. Und dann sind wir morgen früh wieder auf Achse, weil wir dann schon wieder in die nächste Stadt fahren müssen. Du musst ja auch mal rechtzeitig unterwegs sein, weil du nie weißt, wie der Verkehr ist und so. Wir haben einen Zeitplan, den wir leider einhalten müssen. Und wenn wir zwischendurch tatsächlich mal einen Tag frei haben, dann genießen wir eigentlich mehr das Nichtstun, ne? Genau.